Ja, vielen Dank, Herr Präsident, dass Sie die Nachfrage zulassen. Frau Ministerin, ich bin konsterniert, dass Sie noch nicht mal im Ansatz die Kritik verstehen, die hier aus verschiedenen Reihen kommt, an Ihrer Position als Innenministerin, als Verfassungsministerin das Thema Meinungsfreiheit betreffend. Sie selbst haben davon gesprochen in Ihrer Pressekonferenz von der Verhöhnung des Staates, die Sie mit einem starken Staat angreifen wollen, also von Dingen, die unterhalb des Strafrechts liegen. Das ist doch ein Problem. Die Kritik kommt eben nicht nur aus der AfD, jetzt kommt sie auch aus der Union. Das ist auch dankenswert, dass es so ist. Sie kommt aus Ihren eigenen Reihen. Ihr ehemaliger SPD-Minister aus Mecklenburg-Vorpommern, Herr Brotkorb, formuliert diese Kritik genau auch aus Ihren eigenen Reihen, hier aus der Koalition. Mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich ihn selbst. Er sagte nämlich, Herr Kubicki, ich hätte mir nie träumen lassen, dass eine sozialdemokratische Innenministerin selbst zu einer Gefahr für die Demokratie wird. Nehmen Sie dieses Thema immer noch nicht ernst? Also, ich will es noch mal sagen, es gibt keine Grundlage dafür. Selbstverständlich kann man den Staat verhöhnen, eine Regierung kritisieren. Das ist von der Meinungsfreiheit in Deutschland gedeckt und das kann man unter Artikel 5 des Grundgesetzes subsumieren. Ich sprach von Hasskriminalität, die zu Gewalt führt, und das habe ich ausdrücklich in dieser Pressekonferenz auch gesagt und habe es mit dem Beispiel unterlegt, nämlich die zu Gewalt beispielsweise zum skrupellosen Erschießen von Dr. Walter Lübcke, dem ehemaligen Regierungspräsidenten in Hessen und ich würde sagen auch wirklich guten Bekannten von mir geführt hat. Das bekämpfen wir und das obliegt einer Verfassungsministerin, den Staat vor so etwas zu schützen, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Ministerin.